Ich habe jetzt nicht Handel. Handel. Handelsdepot, nein. Handelszentrale, nein. Umschlagplatz, nein. Was ist das? Tourismus oder was? Elektronik, okay. Kultur. Glücksspiel. Nein. So, wie mache ich das hier mit dem... Ups, das wollte ich nicht. Wieder rein da. Komm wieder rein. Geh wieder rein. Geh wieder rein. So. Hier könnte das sein, ne? Was gibt's denn hier? Was ist das hier? Busbahnhof. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen ein Shuttle-Busdepot. Nein. Wir wollen richtigen Züge. Da. Züge. Da ist doch was. Bahnhof für Personenverkehr. Das ist gut. Das machen wir. Eisenbahnschienen. Ja, wir müssen den Bahnhof auf jeden Fall für 40.000 sind wir holen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir den bauen können. Den werden wir hier oben hinbauen. Und dann können wir hier nämlich unsere Stadt, die anderen Städte mit Arbeitern versorgen. Das ist so der Plan, den wir eigentlich so verfolgen werden in nächster Zeit. So, wir gucken mal ein bisschen rein hier. Was wollen die so alles hier haben? Was ist das? Diese Stadt ist wirklich winzig. Ich hoffe, sie wächst bald. Ja, ja, ja. Immer easy bleiben. Easy going. Das ist funktioniert soweit ganz gut. Wir brauchen natürlich mehr Einwohner. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen... Blau und Industrie. Eieiei. Okay, dann machen wir nochmal hier so ein bisschen Gebiete. Ich würde sagen, Schienen. Nicht Schienen, Straßen natürlich. Legen wir nochmal hier so ein Viereck hin am besten. Genau. Dann können wir das ein bisschen größer ziehen, so vielleicht. Okay. Und dann kommt dann auf jeden Fall zu teuer. Blaues Gebiet rein. Denn das wollen die ja haben. Blaues Gebiet. So. Dann sind die Leute auch wieder zufriedener, wenn die einkaufen können. Das ist gut und geben mehr Geld aus und hast du nicht gesehen. Ja, die Stadt ist wirklich winzig. Das stimmt. Also winzig. 1400 ist, es wäre schön, wenn wir ein paar mehr hätten, aber wir haben einfach nicht genug Industrie und sowas. Da kommt natürlich keiner. Und wir brauchen erstmal ein paar Leute, ein bisschen, damit wir Geld haben für alle möglichen Sachen. Vielleicht sollte ich hinten mal ein bisschen billigere Straße bauen. Hier die, so zwei kostet die. Kann ich da auch Industrie dran bauen, oder? Haha, das machen wir. Pass mal auf. So. Ey, bis dahin. So, und dann machen wir noch so ein Industriegebiet hin. Gut. Das sind nicht die besten Straßen, aber dafür können wir da Industrie anbauen. So. Damit die Leute auch da irgendwo arbeiten können. Und jetzt haben wir auch viel mehr Bedarf an Wohnbedarf. Aber für Wohnbedarf haben wir natürlich die Straßen noch nicht, die wir brauchen. Machen wir jetzt einfach mal per Hand hier so hin. Wir wissen ja, dass da die Straßen noch zwischen sollen. Aber deswegen können ja trotzdem schon mal hier welche einziehen. So ist es ja nicht. So. Gut. Ja, dann sehen wir mal zu, dass die Stadt wächst. Wir haben ein bisschen wenig Geld gerade. Das ist so unser... Wir brauchen das Abwasserrohr, müssen wir noch bauen. Wie viel kostet das? Okay, das können wir bauen. Das kommt natürlich ganz hier hinten hin. Ah, da ist unser Wasserturm. Das ist vielleicht nicht so günstig. Brauchen wir erstmal eine Straße. So. Da soll noch eine vernünftige Straße. Ich baue die mal hier hoch. Ich kann das nicht genau sehen. Ob ich jetzt hier auf einer Höhe bin. Ist aber auch, glaube ich, nicht so ganz tragisch. So, und da kommt das Abwasserrohr irgendwo dran. Ja, ja, Abwasser. Plop, so. Das saugt jetzt alles da raus. Oh, das geht aber langsam auf der Straße, oder? Ja, ja, wir machen ja schon. Wir saugen das ganze Abwasser raus. Alles weg von euch. Keine Sorge. So, was wollen die? Die wollen eine Stadt bauen, oder was? Stellen Sie einen Bahnhof für den Personalverkehr auf. Ja, das hatte ich vor. Bleib mal locker. Dafür brauchen wir natürlich viel mehr Geld. Außerdem muss natürlich auch eine dicke Hauptstraße dahin führen. Also sechsspurig muss die schon sein. Die hier habe ich, glaube ich, gebaut. Eine vierspurig. Vierspurig mit hoher Dichte. Genau. Die müssen wir schon bis dahin bauen. Und das ist natürlich richtig teuer. Wie man sieht. Aber gut, das müssen wir in Kauf nehmen. Damit wir. Dann werden nämlich die ganzen Leute dann pendeln fahren. Ja, ja. So. Können wir schon unser Haupt ausbauen? Das kostet doch nichts, oder? Ja, das ist ein Gemeindehaus. Da freuen sich die Leute, wenn ich das irgendwo hinbaue. Das wird jetzt erstmal hier oben hingestellt. Und zwar so, damit es auch noch Platz zum Wachsen hat. Yay. So, super. Jetzt freuen sich die ganzen Leute. Das ist immer gut. Blub, 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 blub. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister. Ja, blub, blub, blub. Okay, jetzt können wir die Stadt umbenennen. Und wir nennen diese hier. Ja, es muss jetzt eine Arbeiterstadt sein. Wie heißen denn Arbeiterstädte? Typische Arbeiterstädte. Hm. Ah, verdammt. Wer fährt denn da? Interessant, kommen die aus anderen Städten? Fahren die hier rum? Komm ich besuchen. Interessant. Ja, Polizei brauchen wir, alles klar, immer mit der Ruhe.
Alles klar. So, das ist auch da. Okay. So, wir brauchen, wie nennen wir die denn jetzt? Ich habe mir jetzt keinen Gedanken gemacht über eine Arbeitsstadt. Ihr könnt mir natürlich wieder einen Namen für diese Stadt auch schicken. Ja, pass auf, ganz klassisch. Work City. Nein, Work Town. Work Village. Workly, ganz. Berkeley. Berkeley ist auch gut. Workly nennen wir die. Workly. Für, ne? Versteht ihr? Workly ist das jetzt. Ihr könnt die Stadt übrigens benennen, also sagt mir einfach einen Namen dafür, dann bekommt diese Stadt einen anderen Namen, natürlich. So, wir müssen noch mehr Straßen bauen und den Bahnhof müssen wir bauen. Alles das und viel mehr. So. Wir haben die Meteora dicht gebaut. Die werden wir jetzt hier rüber verlegen und ich hoffe, da kann ich schon den Bahnhof bauen. Ich weiß nicht, wie groß der genau wird. Ja, hier zwischen wird natürlich irgendwann noch was hingebaut. Das ist aber immer schön in schönen eckigen Maßstäben jetzt hier. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den Bahnhof bauen kann. Kann ich eh noch nicht bauen. Aber ich will mal gucken, ob der überhaupt schon dahin passt. Das wäre ja schon mal grandios. So, Bahnhof, worunter war das jetzt nochmal? Das war doch irgendwo hier drin, da und dann da. Der kostet 40.000. Okay, ich kann den überall hier hinbauen. Zu wenig Simoleons, ja. Aber wenn ich dann genug Geld habe, baue ich ihn dahin. Okay, so machen wir das. Was fehlt denn? Dem fehlt eigentlich an alles, den Leuten, ne? Machen wir ein bisschen Industrie. Wir haben hier eh hier hinten so der Industriezweig. Hier können wir auch noch Industrie hinbauen. Da können wir auch die Straßen eben noch hier zu Ende bauen, da. Und hier genauso. Warum ist hier so eine dicke Straße? Weiß ich nicht. Ist auch wurscht. So, hallo? So. So, haben wir hier schon mal Industrie dann gebaut. Da auch noch. Dann sollten die einfach auf jeden Fall genug arbeiten können. Da können wir auch noch was hinbauen, sehe ich gerade. So. Die freuen sich. Worüber freuen die sich gerade? Ich habe keine Ahnung. Worüber freut ihr euch? Man weiß es nicht. So, hier werde ich so irgendwo eine Polizeistation hinterher hinbauen. Aber erstmal brauche ich ein bisschen Geld, um den Bahnhof zu bauen. Das ist so das. Ich könnte mir jetzt einen Kredit aufnehmen irgendwie, ne? Das geht doch irgendwie. Wo mache ich das denn? Aha. Ich muss ja auch mal andere Sachen machen. Nicht mal das Gleiche. Jetzt versuchen wir mal einen Kredit aufzunehmen. Wo kann man das denn machen? Hier? Nein. Hier nicht. Wo nehmen wir den Kredit auf? Vielleicht kann ich direkt hier unten draufklicken. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Transaktion des Monats. Blablabla. Stadtkasse. Profittransaktion des Monats. Aha. Ja, Kredit. Kredit A. Pro Stunde, Gesamtbetrag, okay. Den nehmen wir. Dann kommen wir auf jeden Fall auf die fast 50.000. Warten wir noch ganz kurz und dann können wir... Ah, 40.000 brauchen wir ja nur, ne? Kann ich den Bahnhof quasi schon bauen. Da. Wie schieße ich den denn an? Am besten gerade. So. Und jetzt müssen wir die Straße noch dran bauen. Und dann ist alles gut. Vierspurig. Schön da dran bauen. Ist das angeschlossen oder wie sieht das nur so doof aus jetzt? Ist das angeschlossen oder ist das nicht angeschlossen? Also, das sieht ganz schön doof aus eigentlich. Muss ich das jetzt verstehen? Also, wir haben jetzt einen Bahnhof gebaut. Habt ihr gesehen, ne? Ich muss mal eben hier planieren. Irgendwie passt die Straße ja nicht da dran, habe ich so das Gefühl. Straße? Okay. Die hier für hohe Dichte. Von da aus? Das ist scheinbar richtig so. Okay. Man weiß es nicht. So, jetzt machen wir mal hier die Straßen noch richtig. So. Hier oben wächst irgendwie Industrie dran. Das ist ganz gut. Wir brauchen noch mehr Wohngebiete. Wohngebiete. So, jetzt machen wir jetzt mal hier ein bisschen Wohngebiet dran. Und hier. Und dann werde ich nochmal eine Straße hier nachbauen müssen. Nee, da bitte kein Wohngebiet hin. Da wird die Straße gebaut. Ja. Yeah. So. Entschuldigung. Grün. Da. Hallo? Ich hab doch gedrückt. So. So, bitteschön. Wir brauchen eigentlich, uns mangelt es eigentlich an allem. Deswegen kein Problem. So, die sollen jetzt aber pendeln. Was ist da hinten los?
Genau, da wollen wir jetzt gucken, was ist da los? Was ist da los? Bei der Arbeit. Bahnhof für Personalverkehr. Okay. Sims in Wartestellung. Passagiere. Warum? Was ist denn da los? Warum fährt da keiner mit? Da können wir ein Schild aufstellen hier vorne. Wo kann das denn hin? Da kann das hin. Das kann hier eigentlich überall hin. Ist ja völlig wurscht. Von dahin Bahnhof. Okay. Ja, aber wir können... Es fährt keiner. Warum nicht? Weil es gibt wahrscheinlich in anderen Städten noch keinen Bahnhof. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier rausgehen, die Stadt wechseln. Jupp. Ah ne, warte, da fährt irgendwas zu mir hin. Irgendwas passiert hier. Irgendwas kommt zu mir rüber. Was weiß ich nicht. Was soll das denn bedeuten hier, dieser Fall? Was ist hier los? Berater für Arbeitnehmer. Wirklich hat freie Arbeitsplätze für die obere Einkommensschicht. Bitte Sie Nachbarn über die Wand der Region um die Auswertung von Wohngebieten für die Einkommensschicht. Blablabla. Ja, die sollen ja keine freie Arbeit machen. Das werden wir schon selber machen. Ich will ja besuchen. Ne, ich will den eigentlich Arbeiter schicken hinterher. Ich weiß noch nicht, wie das genau geht. Müssen wir später mal gucken. So, jetzt wieder rein in die Stadt erstmal. So. Wir sollen ja mehr Arbeitsplätze hier schaffen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Polizei, würde ich sagen, und damit überhaupt hier ein bisschen das erhöhen. Sprich, Polizeistationen und einen Park und hast du nicht gesehen, damit wir hier die Einkommensschicht erhöhen. Denn diese Gebäude sind natürlich schon hier ziemlich nah dran, in die mittlere Einkommensschicht zu geraten. Und da sind, glaube ich, Parks und Straßen immer noch gut dafür. Ich müsste die einmal ausbauen, glaube ich. Ich glaube, ich muss nur die Straßen ausbauen. Wie datet man die nochmal ab? War das mit R oder sowas? Straßen auswählen. Ah ja. Straße mit hoher Dichte, Straße mit mittlerer Dichte gratis. Ist ja ein Downgrade, ich will die upgraden. Ja, okay, die sind also schon auf hoher Dichte. Boah, was laufen da für Autos drüber? Meine Güte. Da ist ja ganz schön was los. Da ist ganz schön was los. Das sag ich dir aber. Gut, dann brauchen wir, glaube ich, einen Park, würde ich sagen. Beziehungsweise brauchen wir sowieso erstmal Gesundheit, Polizei, wir brauchen alles, damit die hier ein bisschen zufriedener sind. Und Polizei ist, glaube ich, erstmal das Erste. 40.000, 30.000, oh. Also wir werden gleich erstmal eine Polizei für die hier hinbauen. Gucken, dass wir die hier irgendwo platzieren, hier so. Oder genau mittig hier, das wäre vielleicht auch ganz gut. Das könnten wir vielleicht machen. 30.000 haben wir gleich, dann können wir gleich dieses schöne Polizeiding bauen. Na komm, so viel fehlt ja nicht mehr. Ach ja. Ganz schön viel Verkehr hier auf der Straße. Also gerade hier, das ist ja... Na gut, fahrt mal alle daher. Was sollen wir machen? Na komm, ein bisschen Geld brauchen wir noch. Was ist denn los? Wo wollen die alle hin? Die fahren hier in die Nachbarstadt. Cool. Ja, können sie ja machen. So. Boah, da ist echt viel los, ey. Und wie viele wieder in die Stadt rein wollen. Alter, Alter, Alter. Stau. Verdammt. Da ist was los. So, wir haben genug Geld für unsere Polizeistation. Wenn ich die jetzt hier hinsetze, dann habe ich komplett quasi alles erstmal im Begriff. So würde ich es machen. Da hinten in der Ecke wird es ein bisschen schlecht. Aber es ist immer noch vorhanden. Wenn ich dann einen Einsatzwagen baue, ich kann das auch hier oben hinbauen. So, und dann bauen wir da direkt an, dann können wir das nämlich bis hier hinten erweitern. Ihr werdet schon sehen. Aber ich habe, glaube ich, gar kein Geld, um das anzubauen, oder? 9.000, das kostet natürlich 10.000. Ich kann erstmal ein Schild hinbauen. Damit die auch wissen, dass es die Polizeiwache ist. Setzen wir einfach mal hier irgendwo hin. Hier. Bam. So, was gibt es hier noch? Ein paar Einsatzwagen. Oder eine Gefängniszelle. Ich denke mal, Einsatzwagen wäre das Richtige. Leider fehlt uns noch ein nötiges Kleingeld dafür. Auf jeden Fall sollten die sich jetzt hier langsam mal ein bisschen freuen, oder? Dichte. Grundstückspreis. Ja, aber die Dichte... Was mich glücklich macht. Es gibt tolle Läden zum Shoppen. Super. Was willst du jetzt hier? Stellen Sie das Maxis Herrenhaus auf. Schicken Sie Maxis Man auf Patrouille. Nee, das machen wir alles nicht. Können wir abbrechen. So, was gibt's denn hier?
Ja, soll er mal machen. Ist mir egal, soll er machen. So. Jetzt können wir aber hier ein bisschen noch Polizeiwagen aufbauen. Platz haben wir ja noch genug erstmal. So, das sollte erstmal dann genügen. So, reicht das jetzt von der... Ah ja, das ist schon, sieht schon ziemlich gut aus. Mit der einen Polizeiwache haben wir schon ziemlich viel abgedeckt. Das ist richtig gut. Jetzt versuchen wir einen Park zu bauen, einfach um die... was ist denn hier los eigentlich? Bahnhof geschlossen, warum? Ohne Strom fahren die Züge nicht. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kraftwerk ausreichend Energie produziert, um die Straßennetz verfügbar zu sein. Alles klar, Strom brauchen die da oben. Das ist, weil die Straße nicht angeschlossen ist. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Die Straße ist einfach nicht angeschlossen. Das hat irgendwas mit dem Stromnetz zu tun. Wie kann ich den anschließen? Warum macht er das denn nicht? Hier ist der Anschluss. Okay, wenn ich den jetzt hier rüberlege, dann wird das auch nichts. Pass auf, wir müssen hier das machen. Ich kann aber den Bahnhof nicht anschließen. Das ist irgendwie voll blödsinnig. Warum kann ich das nicht? Okay, planieren wir das Ding erstmal. Abbrechen. Nicht den Bahnhof planieren, sondern da nicht den Bahnhof planieren. So. Moment. Bahnhof für... Nein! Nicht das da soll zu planieren. Nein.